Sehr schön und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier im Hintergrund seht ihr mal wieder meine große Dickenhobelmaschine. Ich liebe die Maschine, weil die einfach super massiv ist, sie kann sehr, sehr viel auf einmal weghobeln und die Hobelbreite ist ziemlich groß und dazu ist es auch einfach eine wunderschöne Maschine. Eine Sache dagegen gefällt mir aber gar nicht an dieser Hobelmaschine und zwar ist das die Skala, mit der man halt eben ablesen kann, welche Dicke man halt eben hobelt. Hier haben wir das große Handrad, mit dem wir halt eben die Dicke einstellen können und hier haben wir einmal die Skala und das hier ist quasi der Fühler, mit dem wir halt eben dann abschauen können, welche Dicke wir halt eben jetzt eingestellt haben. Das funktioniert natürlich nicht so wirklich gut und dazu bin ich auch so ein bisschen verwöhnt von der neueren Hobelmaschine, die ich da jetzt kurz zeige. Hier sehen wir halt einmal das Handrad, mit dem wir die Höhe einstellen können und das geht auf den Zehntel genau. Das bedeutet, wir können wirklich ganz, ganz genau 4 Zehntel jetzt noch runterhobeln, damit wir dann auf unser genaues Maß kommen. Das ist eine richtig feine Sache. Und genau aus dem Grund habe ich mir hier was richtig, richtig Feines gekauft. Und zwar ist das eine digitale Höhenskala, mit der man halt eben das Ganze auf den Zehntel genau einstellen kann und man es dementsprechend halt auch eben ablesen kann. Eine Funktion war mir ganz, ganz wichtig. Da wusste ich auch noch gar nicht, ob dieses Teil das kann. Und das werde ich dir einmal kurz zeigen. Hier haben wir einmal unsere Führung. Dieses Teil hier ermittelt halt eben die Bewegung, die wir halt eben machen. Und da hatte ich eine große Frage, die ich halt nicht wusste, ob das dieses Teil kann. Und zwar können wir das jetzt einmal hier einstellen. Wir können es halt hier zum Beispiel nullen. Dann können wir es bewegen. Dann sehen wir quasi auf das Hundertstel genau, welche Bewegung wir halt eben jetzt hier gemacht haben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, was passiert denn, wenn das Teil aus ist und was dann bewegen? Wird dann das Maß übernommen und ja, das tut es. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, wenn man mal vergisst, das einzuschalten, dass man dann nicht jedes Mal dieses Teil neu ausrichten muss. Und das ist eine richtig feine Sache. Der Einfachheit halber werde ich jetzt erstmal das Rad demontieren, dass ich da am besten Fall besser dran komme. Hallo, der Zukunftsphilipp muss hier leider eine klitzekleine Unterbrechung machen. Denn ich habe massive Probleme und ich bin jetzt die letzten 4 Stunden schon wieder dran, an der Maschine hier zu arbeiten. Ich habe von Holy was zugeschickt bekommen und das ist ideal für solche Probleme oder wenn man super lange in der Werkstatt ist, um sich mal 5 Minuten den Kopf klar zu machen, weil manchmal ist es besser, wenn man sich bei solchen Problemen einfach mal einen kurzen bisschen Abstand nimmt, um dann noch mal ein bisschen genauer drauf schauen zu können. Und dafür habe ich hier das coole Zeug. Ich zeig's euch mal. Holy bietet pulverbasierte Energy Drinks an. So sieht das Ganze dann aus. Du kommst in etwa bei euch an. Das ist so eine der Lieblingssorten, die ich mir ausgewählt habe von den Energy Drinks. Die haben aber nicht nur Energy Drinks, sondern auch normale Softdrinks in pulverbasierter Form. Und da haben sie zum Beispiel diesen schönen Eistee. Das sind wie gesagt meine beiden Lieblingssorten. Ich habe über die letzten Wochen so ein Probierpaket ausprobiert und habe halt eben diese beiden Varianten für gut befunden und die mir jetzt in einer größeren Gebindeform hier in die Werkstatt bestellt. Wir haben hier einen fruchtigen Geschmack, keine unnötigen Füllstoffe. Jetzt machen wir mal schnell so eine Ladung fertig. Einfach einen Löffel davon nehmen, in den Becher. Ihr wisst nicht genau, welcher Geschmack für euch der richtige ist, dann würde ich euch hier dieses Probepaket empfehlen. Das ist auch das Probepaket, was ich vorher benutzt habe oder getestet habe, als ich mich dann halt eben hier für diese beiden Sorten entschieden habe. Da habt ihr einfach alle Geschmäcker drin, was die Energy Drinks und die Eistee Softdrinks angeht und könnt euch danach entscheiden, wovon ihr halt eben mehr haben wollt. Ich war gestern bis um 7 Uhr in der Werkstatt, weil diese wunderschöne Maschine nicht so schön arbeiten wollte, wie ich das Ganze wollte. Da hatte ich einen kleinen Durchhänger. Wie gesagt, da könnt ihr euch hier so ein Getränk einfach zubereiten. Habt 5 Minuten mal einen klaren Kopf und das ist wirklich eine schicke Sache. Mit dem Code CONTA5 könnt ihr bei eurer ersten Bestellung übrigens 5 Euro sparen. So, wo haben wir die Ratschkaste? Jetzt bauen wir das Gerät wieder auseinander. Gerne würde ich euch übrigens jetzt auch noch sagen, dass ich jetzt die Maschine einfach wieder repariere, weil ich genau weiß, wo das Problem ist. Dazu aber mehr in dem nächsten Video. Jetzt geht's mit dem Projekt weiter.
Ihr habt wahrscheinlich gerade schon gemerkt, dass ich das Ganze doch ein bisschen anders umsetzen werde, weil man da vorne oder weil ich da vorne einfach ein bisschen zu wenig Platz habe. Deswegen habe ich mir hier diesen einfachen Träger gebaut, den wir jetzt erstmal ausrichten müssen. Und dafür benutze ich hier dieses coole Werkzeug. Verlinke ich euch auch übrigens in der Infobox. Ich habe hier das Ganze markiert. Hier in dieser Flucht möchte ich das Ganze halt eben montieren. Das ist einfach so gebaut, damit ich einfach ein bisschen mehr Freiheit hier an diesem Halter habe, damit das dann später im Nachhinein ein bisschen einfacher wird. Und jetzt muss ich mir hier die genaue Senkrechte zur Maschine mal bestimmen und dafür benutze ich hier diesen Laser. Damit ich das gleich noch besser einschätzen kann, nutze ich jetzt hier ein bisschen Klebeband, um mir diese genaue Senkrechte permanent an der Maschine erstmal markieren zu können. Das ist ein bisschen einfacher als zum Bleistiftstrich, deswegen das blaue Klebeband. Als nächstes müssen wir dann theoretisch einfach nur noch die Bohrpunkte bestimmen. So, das Teil ist jetzt schon mal hier dran und jetzt müssen wir irgendwas machen, dass hier dieses Teil auch gleichzeitig mitnimmt. Und da seht ihr auch, dass wir hier von der Höhe direkt ein bisschen runtergehen müssen. Das heißt, ich muss mir da ein bisschen was herstellen, ein bisschen was drehen wahrscheinlich und darum geht's jetzt. Klitzekleine Unterbrechung, bevor wir mit der Drehbank anfangen, müssen wir es ein bisschen umrüsten, denn derzeit ist noch auf ganz, ganz viel Vorschub eingestellt. Da habe ich die Zahnräder ausgetauscht und jetzt will ich sie wieder ein bisschen rückbauen, damit ich halt eben besser mit einem entsprechenden Vorschub das Ganze halt auch drehen kann, dass die Oberfläche dann gut ist. Da haben wir hier 1, 2, 3 Zahnräder und da können wir hier einfach auf unserer Liste schauen, hier welche Übersetzung wir haben wollen. Und das werden wir demnach jetzt einfach aufsetzen von 24 auf 127 auf 48 Zähne. Das ist die Übersetzung, die wir halt eben jetzt wollen. Also relativ simpel. Vorher war hier eine Zahnung drauf, die 48 Zähne hatte. Hier kommt jetzt ein 24er Zahnrad drauf. Hier unten muss ich auch mal schauen, was das jetzt ist. Das ist so rum richtig drauf. Also können wir das wieder festmachen. Jetzt brauchen wir noch das 48 Zahnrad. Das kommt hier unten drauf. Und so haben wir danach direkt eine bessere Oberfläche. Das können wir jetzt an der Kappsäge abschneiden. So, wer hätte es gedacht, bevor wir richtig was hobeln können, ist wieder die halbe Maschine zerlegt. Und das liegt daran, dass ich mit der Maschine die ganze Zeit immer mindestens so 1,2 mm abhobeln muss, damit vorne die Vorschubwalzen das Ganze auch manierlich reinziehen. Ich werde euch mal zeigen, was ich bis jetzt so ein bisschen herausgefunden habe. Also, meine Vermutung war zunächst, dass hier diese Brücke, die ist auch hier montiert, die ist über der vorderen Andrückwalze, dass die ein bisschen die Senkung nach unten minimiert. Das bedeutet, die könnten noch ein Stück weiter runter, habe ich gedacht. Aber ich habe jetzt unten alles sauber gemacht und hier diese Stehlager, beziehungsweise hier diese Gleitlager, die können einfach nicht weiter nach runter. Da kann ich unten die Feder spannen, alles reinigen. Unten ist nichts und da liegen die wahrscheinlich einfach hier an den Kanten auf. Danach habe ich jetzt so ein bisschen mal mir das Messer angeschaut und habe gesehen, dass das jetzt weiter raussteht als gedacht. Und da hatte ich die ganze Zeit einen kleinen Denkfehler. Und ich habe hier diese Messerlehre, die habe ich schon ein bisschen länger, aber jetzt benutze ich sie zum ersten Mal. Und das ist mir aufgefallen, dass die
auf den Messern kippelt. Sehr wahrscheinlich wird vorher der Schreiner hiermit das Ganze schon eher mal genauer eingestellt haben. Und deswegen werde ich hier die Messer gleich tauschen. Ich habe auch neue Messer und werde die einfach entsprechend richtig einbauen, weil die sind auch mit 2-2,5 mm Herauskragung, wo die eingebaut sind. Das ist ein bisschen zu viel, weswegen die immer mehr abhobeln, also wahrscheinlich eigentlich sollten, weswegen dann hier vorne die Andruckwalzen nicht so wirklich arbeiten. Das ist so meine Theorie. Deswegen werde ich jetzt wieder alles zusammenbauen. Hier vorne der Rückschlagschutz ist auch noch demontiert. Da werde ich jetzt einmal wieder alles festmachen, ein bisschen sauber machen. Und dann werden wir mal die Messer tauschen und hoffentlich funktioniert es dann. So, wo fangen wir an? So, als nächstes gibt es noch neue Messer. Da sind nämlich derzeit noch Wendemesser drin. Die will ich komplett austauschen, weil ich nicht die richtigen Wendemesser gefunden habe. Und generell bin ich ein größerer Freund von normalen Streifenmessern. Das sind keine Wendemesser, wie ihr sie vielleicht kennt, dass das solche Vierkantmesser sind. Das hier sind Streifenwendemesser. Und die werden wir jetzt erstmal ausbauen. So, das hier sind die alten Messer. Da sieht man hier das Wendemesser, das ist ganz dünn, das ist nur 2 mm stark. Das kann man halt eben zweimal drehen und unten drunter ist die entsprechende Aufnahme. Das kommt jetzt erstmal weg. Danach sind hier unten teilweise gar keine Federn verbaut, beziehungsweise irgendwelche Bolzen. Die werde ich jetzt auch einmal rausnehmen. Diese Teile hier, die sind natürlich komplett falsch, um damit ein Messer, was auch mal irgendwann nachgeschliffen wird, richtig nachzustellen. Die kommen jetzt erstmal weg und da kommen dann Federn rein. Als nächstes können wir den Keil wieder einsetzen. Da gibt es auch eine Sache, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, wenn ihr so etwas gleich festzieht. Darum geht es aber gleich. So ein Federnset kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Hier seht ihr die alten Federn, die drin sind, aber die sind viel zu, beziehungsweise es war nur noch eine Feder, die ist aber zu stark und zu lang, denn ich werde hier die größten Messer, beziehungsweise die breitesten Messer, wie es halt eben geht, reinpacken, damit man da halt eben viel länger dran am Material hat. Einmal die Welle ein bisschen drehen, damit man die Federn in die entsprechenden Löcher einwerfen kann. Ich weiß nicht mal unbedingt, ob die so viel bringen, aber ich mache jetzt einfach mal so. Als nächstes kommt hier das Hobelmesser, das habe ich gerade einmal entfettet, da ist nämlich immer noch Öl drauf. Das können wir jetzt erstmal hier reinlegen, schauen, ob es überhaupt erstmal reinpasst. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und danach kommen wir hier zu dieser Einstelllehre, die muss man immer bei jedem zweiten Messer drehen. Also jetzt einmal drehen. Ich habe die eben einmal fein justiert, damit die Einstellungen auch stimmen. Danach hole ich mir hier einen Magneten, damit ich die Messer ein bisschen rausziehen kann, weil die Federn nicht optimal passen, damit sie weit genug rausgezogen werden. Und jetzt ziehe ich das erstmal leicht außen fest, damit das Messer erstmal gehalten wird und die Einstellung beibehalten wird. Und jetzt ist es halt eben ganz wichtig, dass man die Messer von innen nach außen festzieht. Das macht man aus dem Grund, damit sich halt eben, wenn man das von außen nach innen tut, dass sich da keine Spannungen bilden. Weil wenn man das von innen nach außen festspannt, dann können die Spannungen nach außen abgeleitet werden. Und das ist halt eben korrekt. Sollte man auch bei einer kleineren Welle machen. Aber hier steht sogar noch auf der Welle dann einmal drauf. Endlich, 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 endlich. Als nächstes kommt der große Test und ich werde euch auch zeigen, wie einfach es ist, hier diese digitale Höhenanzeige nachzustellen, weil am Anfang wird sie ja wahrscheinlich nicht genau auf ein Zehntel richtig eingestellt sein.
Also ich hoffe, dass jetzt einfach alles passt, dass alles funktioniert, dass die Vorschubwalzen den richtigen Anpressdruck haben. Und euch zeige ich euch jetzt, wie man das halt eben einstellt. Ist relativ simpel, wie gesagt. Generell erstmal was zur Kabelführung. Ich habe es jetzt hier nicht großartig festgemacht, weil ich die Klappe sowieso irgendwann wieder aufmachen muss. Wenn das hier so erstmal funktioniert, dann ist das okay. Vielleicht werde ich das in Zukunft noch ein bisschen besser verlegen. Aber so soll das jetzt erstmal funktionieren. Wir können hier, wie gewohnt, das Ganze ein- und ausschalten. Ich habe das übrigens hier festgeklebt. Man kann es immer noch abmachen. So ist das, denke ich, sehr, sehr gut gelöst. Also, was machen wir als nächstes? Als nächstes drehen wir den Tisch ganz hoch, beziehungsweise so hoch wie möglich. Das sind bei der Maschine ungefähr 3 mm und jetzt werden wir das einmal nullen. Zero. Jetzt haben wir hier oben diesen Punkt als Nullpunkt markiert. Und als nächstes müssen wir einfach anhand von dieser Skala ungefähr unser Maß einstellen, was wir hobeln wollen. Und das hobeln wir erstmal. Das kommt jetzt. Wann immer ich solche Hobelmesser neu getauscht habe, gerade weil das jetzt das allererste Mal ist, bin ich immer ein bisschen aufgeregt. Muss man aber eigentlich nicht, wenn man alles richtig gemacht hat. Aber trotzdem, so die innere Aufregung ist dann immer ganz groß, weil man halt auch gespannt ist, ob man alles richtig eingestellt hat. Also, unser Kandel hat jetzt derzeit genaue 35 mm. Ich werde jetzt 33 mm an der Hobelmaschine einstellen und das jetzt einmal hobeln. Also ich habe gerade zwei Durchgänge gemacht. Ich habe jetzt auf der Hobelmaschine 31,5 mm eingestellt und ich habe genau 30,5 mm an meinem Werkstück. Was machen wir als nächstes? Relativ simpel. Mein Tisch ist ja fest, deswegen werde ich jetzt hier diese beiden Schrauben lösen. Nur ganz leicht, dass ich das zurechttippeln kann. Und jetzt werde ich dieses Teil hier so bewegen, dass auf meiner Skala 30,6 mm das Maß, was ich gerade noch mal genau nachgemessen habe, auch angezeigt wird. Und jetzt kann ich es wieder festziehen. Jetzt habe ich das Ganze schon entsprechend eingestellt. Jetzt kommt der Härtetest. Als nächstes werde ich jetzt mal das Maß genau auf 30 mm stellen und werde danach prüfen, ob diese 30 mm auch passen. Danach werde ich das Ganze noch einmal auf der linken Seite machen, um zu schauen, ob ich da irgendwie eine Abweichung habe. Das werden wir jetzt kontrollieren. Also, was habe ich getan? Ich habe es jetzt ein bisschen getestet, habe es noch einmal nachgestellt und jetzt kommt das Resümee, ob das alles hier funktioniert hat. Zuallererst mal ein anderer Punkt und zwar die Absaugung. Das habe ich ja in einem anderen Video euch gezeigt. Richtig, richtig gut. Hier vorne kommt fast nichts mehr raus und das, was rauskommt, ist wirklich nicht mehr viel. Erstmal das, mega, mega cool. Zweite Sache, ich habe es jetzt links, rechts und in der Mitte ausprobiert. In der Mitte ist mir aufgefallen, dass das Holzstück manchmal so ein bisschen rüttelt, wie als wenn das den Stick-Slip-Effekt, wie man es vielleicht bei einem Pneumatikzylinder, bei einem ziehenden Zylinder kennen könnte, dass das hier auch der Fall wäre, also nur, dass man es sich vorstellen kann. Ich habe es ausprobiert. Dass ich den Tisch nochmal mit Silberkleid einwische. Das hat leider nicht so wirklich viel gebracht. Allerdings, das Maß ist immer noch gleich. Das heißt, ich bin auf meinem eingestellten Maß. Und dieses Problem, was diese Riffelmarken angeht, kann ich umgehen, indem ich links oder rechts etwas hobel. Was meine ich mit Riffelmarken? Ich zeige es euch. Und zwar meine ich ziemlich genau das hier. Das sieht jetzt tatsächlich schlimmer aus, als es ist, weil hier halt eben noch ein bisschen Silberkleid auf dem Tisch ist. Wenn der Silberkleid sich so ein bisschen eingearbeitet hat, dann sieht es ungefähr so aus, dann kann man wirklich gar nichts mehr erkennen. Also so sieht die Oberfläche aus, oder wie halt hier, wenn ich das Ganze außen hobel. Wenn ich das Ganze innen hobel, da kann man es so leicht erahnen, da habe ich leichte Riffelmarken.
Schauen wir mal, ob es hier auch war. Hier haben wir es nämlich nicht. Hier sind keine Riffelmarken. Das habe ich außen vorbeigeführt. Und hier haben halt eben diese leichten Riffelmarken. Ist das die Oberseite vom Holz? Überhaupt kein Problem. Ganz, ganz kurz mit 120er Korn geschliffen. Dann wird man das nicht mehr sehen und es auch nicht mehr nachmessen können. Also, was geht die Maßgenauigkeit an? Ich habe jetzt 22 mm eingestellt. Hier nur mal ein Fun Fact. Wenn man den Tisch festspannt, verstellt man es auch schnell um 10, um ein Zehntel bzw. ein bisschen mehr. Jetzt sind wir wieder bei uns um 22 mm. Das heißt, wir sind hier nicht so genau wie im Maschinenbau. Wenn ich hier 22 mm einstelle, den Tisch nicht feststelle, bin ich hier bei 22,1 mm. Das muss ich aber, wie gesagt, sagen, variiert teilweise so ein minimales Stückchen. Hier reden wir von 2 Zehnteln, vollkommen ausreichend. Dann habe ich ganz am Anfang vom Video auch noch bemängelt, dass ich mit der Hobelmaschine hier nicht weniger als 1 bis 2 mm weghobeln kann, weil halt eben danach das Ganze nicht mehr eingezogen wird. Das funktioniert jetzt auch. Ich habe eben teilweise 3 Zehntel weggehobelt, was wirklich nichts ist. Und selbst da war die Oberfläche echt ziemlich gut. Wie gesagt, ein minimale Schleifarbeit und da wäre die Oberfläche schon richtig, richtig gut. Und die Messer hinterlassen eine sehr, sehr schöne Oberfläche. Und dazu kann ich diese Messer, wie auch schon angesprochen, die nächsten Jahre super einfach mit meiner Hobelmesser-Schärfmaschine schleifen. Ich glaube, ich muss es nochmal ausprobieren. Komm, ich mache noch einen Test. Gleich auch eine kurze Erklärung, warum so ein Maß ein bisschen variieren kann. Also man muss sich vorstellen, man schiebt das Holz hier an der Seite durch und man spannt den Tisch mal mehr, mal weniger fest. Wenn das Holz dann hier durchgeschoben wird, dann presst natürlich die Andrückwalze hinten das Holz auf den Tisch. Somit wird quasi der Tisch hier runtergedrückt und das Maß hinten, man sieht es dann auch vorne, das variiert so ein bisschen hier. Das bedeutet, es ist ganz normal, dass wir hier so ein bisschen Variation haben, wenn wir uns das Alter der Maschine anschauen. Ganz, ganz neue Maschinen, die wirklich super teuer auch sind, werden das Problem wahrscheinlich nicht mehr haben. Die sind dann genau auf dem Zehntel richtig, was die Dicke angeht. Aber das hier ist schon so viel genauer als vorher diese mechanisch ablesbare Skala, weswegen das jetzt nicht so ein Riesending ist. Wenn man nämlich mal ein bisschen genauer nachmisst, dann wird man auch schnell merken, wenn man zum Beispiel auch mit einem Langbandschleifer etwas schleift oder auch mit dem Exzenterschleifer, dass man da schnell mal einen halben Millimeter wegschleift, wenn das ein einzelnes Brett ist. Deswegen sollte das hier nicht so dramatisch sein. Einziges Problem ist auf jeden Fall, wenn man damit eine verleimte Platte herstellen will, dann kann man das damit halt nicht so genau machen. Und deswegen will ich schauen, dass meine Abrichte so genau funktioniert, dass ich damit Bretter fügen kann, dass die genau plan miteinander abschließen und ich damit halt eben einfach ein paralleles Maß herstellen kann. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wenn man es, wie gesagt, ganz kurz schleift, dann wird man davon auch nie mehr was sehen. Aber wenn es halt darum geht, ein Brett zu verleimen, dann muss man es wohl an der Abrichte fügen. Und das ist das Ziel, dass ich das dann auch noch so gut eingestellt bekomme, dass das halt eben da gut funktioniert. Ganz eventuell gibt es da ja noch eine andere Abrichte. Deswegen abonniere den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Also Leute, ihr merkt, glaube ich, bin richtig, richtig happy. Das ist eine richtig feine Sache. Vorher die Einstellung, die war teilweise einen halben Millimeter bis zu einem Millimeter falsch eingestellt. Jetzt kann ich alles hobeln, was ich halt eben hobeln will. Die Messer sind scharf, ich kann auch dünne Abgänge hobeln. Das bedeutet, diese Maschine hier ist jetzt fast so eine eierlegende Wollmilchsau. Jetzt funktioniert sie für mich so, dass ich auch sagen kann, jetzt bin ich damit richtig, richtig happy. Absaugung gut, messerscharf, Ablesbarkeit ist gewährleistet und das ist jetzt eine richtig feine Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Arbeit noch ist, dass die Hobelmaschine so gut läuft, aber jetzt tut es und jetzt kann mal endlich mal wieder ein bisschen Massivholz durch dieses grüne Biest durchgeschmissen werden. Wie gesagt, abonniere gerne den Kanal, da wird es bald noch ein bisschen Content geben zum Hobeln, speziell zu einer ganz, ganz alten Abrichte, was man da halt eben machen kann, dass man die nochmal gut benutzen kann. Ganz wichtige Info, da gehen wir auch wieder so ein bisschen auf das Thema Keilmesserwelle, Klappenmesserwelle, Vierkantmesserwelle ein, was da zu beachten ist, aber das in dem nächsten Video. Ich bin richtig happy, merkt ihr, glaube ich. Das soll es für heute gewesen sein. Hier findet ihr noch 2 weitere Videos. Tschüss.